Willkommen zurück bei Pokémon Feuergrün. Wir haben gerade endlich Impoleon besiegt. Den 10-minütigen Kampf habe ich jetzt nicht gezeigt. Das war eigentlich dämlich. Und tja, jetzt bin ich mal gespannt, was noch so kommt. Meine AP neigen sich so alle überall die Wände zu. Ich habe jetzt keinen Beleber mehr und irgendwie habe ich auch keinen Pokémon mehr jetzt. Das ist das Dummste, was ich tun kann, aber ich habe nichts anderes mehr. Oh Gott. Töte es. Wo es dich tötet, mein Liebes. Vergifte mich. Ja, das geht schon mal nicht mehr. Oh Gott, wenn du jetzt stirbst, dann bin ich gearscht. Ach, sag jetzt nicht, dass das Vieh jetzt auch damit anfängt. Los, weg damit jetzt bitte. Oh. Mir reicht es. Sie wird jetzt ins Gebiet. Brauchte Stahl-Pokémon. Du wirst verrecken. Gegen mein bestes Pokémon. Schickt Lachtara den Kampf. Nein. Ah, du bist Unlicht. Das ist blöd. Ja, das ist nämlich. Ich habe keine aktiven Attacken, oder? Ich spritze es mit Wasser und krieg erstmal nichts zustande. Ja. Oh, fuck. Wenn das Vieh mir jetzt verreckt, dann stehe ich da und habe kein Pokémon mehr. Ich habe nicht mal mehr Heilung. Das ist total dämlich. Ich würde gerne eine Bank ausrauben, damit ich wieder Geld habe, damit ich mehr Items kaufen kann. Für KP unter 50. Jetzt habe ich aber Angst. Also wenn die KP auf 0% sinken, du wirst mich nicht besiegen. What the fuck? Ah, nein. Don't do that. Hoffe ich zu verwirren. Meine armen KP, meine Heilmittel, alles weg. Jetzt bin ich echt am Arsch. Ja, toll. Was soll ich denn bitte noch machen? Ich hab nichts mehr. Gut. Es wird dir sowieso nichts mehr. Toll. Ich hab nur noch dich, du blödes Vieh. Um Gottes Willen. Siehst du, was passiert, wenn man sich mit dem Ersteller eines Spieles anlegt? Ich kann jederzeit die Regeln ändern. Mein Lachtara ist unsterblich.
kann mich nicht heilen. Mit einem, ja, mit einer Passliebe hat er sich selbst. The fuck. Ich dachte, wir kommen hier mal weiter, aber ich habe mich geirrt. Also ich bin gerade echt so ein bisschen genervt mit dem Spiel hier. Ich kann jetzt nur die AP leer machen und hoffen, dass er dann irgendwann mal den nächsten Zweifler einsetzt. Ansonsten wird das hier gerade ziemlich langweilig. Ja. Ich werde jetzt mal die AP hier weiter leer machen. Verzweifelter Kampf, ich habe die AP leer gemacht und jetzt setzt Arcarus endlich auch Verzweifler ein und es führt aber irgendwie zu nichts. Jetzt betteln wir uns hier mit Verzweifler. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe das Vieh jetzt eigentlich schon 10-mal getötet. Ah. Das dauert alles viel zu lange. Ich beschleunige das jetzt mal ein wenig. Viel Spaß mit dem Level 255 nach Tara. What the fuck? Ich habe jetzt sozusagen also keine Pokémon mehr. So, ich werfe es in Meisterball. Das war auch nichts. Der ist jetzt weg. Super. Ja, tackle es. Boah, Dead Damage. Ach, nee. Haha, niemand kann es mit mir aufnehmen. Einen Augenblick. Wir haben hier eine Anzeige gegen dich. Du hast versucht, diese Welt zu vernichten. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts getan. Ich habe diese Welt nicht vernichten wollen. Aber du hast dieses Spiel erstellt und somit auch das Missing Known, das uns beinahe gelöscht hätte. What? Und dieser Gefahr auszusetzen war völlig unnötig. Du bist verhaftet. Das war ein nötiger Höhepunkt in diesem Spiel. Irgendwie muss sich der Plot doch auflösen. Vor dem! The fuck? Was ist denn hier passiert? Hat er sich und die Polizei gelöscht? Nein, nur die Polizisten. Als ob ich mich von denen aufhalten lasse. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bist du hier in der Ruhmeshalle. Da du mich jedoch nicht besiegt hast, darfst du dich nicht eintragen. Ich werde dich deshalb nach Knoblauchheim teleportieren, bevor du irgendeinen Mist anstellst. Halt! Stehen bleiben! Lass mich los! Ich lösche dich, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Hier geblieben! Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich trage mich trotzdem an. Shining Edwards kann mich mal. Oh, lol.
all unsere Pokémon tot. Kein 255 Nachtara gefangen. Sprite falsch. Das Ende von diesem Game, oder wenn es das Ende sein soll, war etwas... naja. Ja. Credit Edition. Schön. Dann lasse ich das mal laufen. Mal sehen, was danach kommt. Und in Knoblauchheim. Was tun wir jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Tja. Da ich nicht weiß, ob es etwas Großes kommt. Ich will es jetzt nicht kappen. Das wäre es blöd, wenn dann nur noch irgendwie sowas Kurzes käme. Ach, was macht ihr zwei? Wetten, ich habe mehr Steine als du. Was? Guck mal, ich bin ein Pokémon. Eiche, Eiche, Eich. Ich bin Eichemon. Nein, halt, Moment. Eigentlich bin ich jetzt ja wieder ein Eichemon. Wo kommt dieses E auf einmal her? Steine. Ja, und nu? Was machen wir jetzt? Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätten wir jetzt den scheiß Ball gebraucht. Was ist das? Um Rayquaza noch zu fangen. Ansonsten gucke ich jetzt einfach mal und mache kurz eine Pause. Und dann sind wir wieder auf dem Mount Kesmi, auf dem Gipfel. Und jetzt schaue ich nochmal nach dem Trampur. Und das hat sich schon erledigt. Das funktioniert also auch nicht mehr. Ich schätze, wir sind eigentlich so groß und ganz in dem Spiel durch. Wir können höchstens nochmal schauen, ob sie das bei Rudern sagt, aber... ich glaube, es hat sich soweit alles erledigt. Naja. Resümee. Es ist am Anfang echt lustig. Und man hat so viel Mist und kann lachen und diese WTF-Momente, aber gegen Ende hat es mich jetzt eher mehr genervt. Das muss man leider sagen. Nee, kommt auch nichts mehr. Ansonsten... da passiert wohl nichts mehr. Strudelt im Untergrund, das weiß ich nicht. Ich klappe jetzt gerne noch mal die paar Orte ab, aber ich bin nicht der großen Hoffnung, dass noch was passiert. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal, indem ich hier mir voll den blöden Mist zusammenlaufe. Und ja, komm, lassen wir das. Ich habe gerade schon wieder was anderes im Kopf.
ich verabschiede mich hiermit mit Pokémon Feuergrün. Spielt es selbst mal. Schaut, dass ihr alle Pokémon, soweit es geht, fangt. Habt lustige Pokémon-Einträge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich habe genug zur Auswahl.